Wenn Sie einen älteren Heizungskeller betreten, können Sie im Regelfall sofort hören oder riechen, ob es sich um einen Ölkessel handelt. An diesen Themen haben wir innerhalb der letzten Jahre konsequent gearbeitet. So haben alle unsere neuen Kessel einen Ölfilter, um das Thema Geruch zu eliminieren. Und zusätzlich sind die Geräte mittlerweile so leise wie ein moderner Geschirrspüler. Bei dem Design von den neuen Heizkesseln war unser Ziel, das Design von den 60er und 70er Jahren aufzulösen und ins Hier und Jetzt zu übersetzen. Wir sehen, wenn wir Kunden besuchen, beim einen wird der Heizraum umfunktioniert zu einer Werkstatt, beim anderen ist ein Männerkeller, beim nächsten werden die richtig schönen, teuren Fahrräder mit an die Wand drapiert. Somit kann eigentlich die Heizung auch nicht mehr bei dem Design bleiben, was sie in den 60er und 70er Jahre hatten, sondern auch die Heizung muss attraktiver werden. Das Internet der Dinge und natürlich auch die Konnektivität rückt immer mehr in den täglichen Alltag. Da gibt es Kühlschränke, es gibt mittlerweile auch Waschmaschinen, die kann man mit dem Internet verbinden und kann die ganz bequem von der Ferne mit dem Handy steuern. Und genau das, die Konnektivität, zieht jetzt auch in die Heizungsbranche ein. Wir haben Apps und ganz neu haben wir jetzt das Portal Control Center Connect. Sie können bequem vom Sofa die Raumtemperatur einstellen oder Sie können ganz bequem Ihre Heizzeiten anpassen, von unterwegs, vom Sofa, wo auch immer Sie gerade sind. Was wir bereits geschafft haben, ist das Thema Öl konsequent aus der Vergangenheit ins Hier und Jetzt zu übertragen. Aber unser Weg ist hier noch nicht zu Ende, sondern wir werden weiterhin an diesem Thema arbeiten, um Öl als Brennstoff für unsere Kunden weiterhin interessant zu halten.